Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier bin ich wieder am Loggen und es ist auch wieder heute ein aktuelles Video, weil ich nichts geschafft habe. Aber okay, die Sonne scheint, uns geht das mittlerweile etwas besser, außer ich habe richtig, richtig starke Kopfschmerzen, die seit nachts einfach nicht aufhören. Aber okay, ich habe mich fertig gemacht, dachte wir fahren Impfung machen für die Anna, so wie gesagt. Aber die Anna ist aufgewacht, auch mit Erkältungssymptome. Und das will ich meinem Kind nicht antun, dann noch eine Impfung zu machen. Dann fühlt man sich eh nicht gut. Ja, und dann habe ich jetzt angerufen und den Termin erstmal abgesagt. Und wir sollen uns melden, wenn sie wieder gesund ist. Ja. Deswegen machen wir das Beste draus. Ich koche für sie jetzt einen Brei. Dann wird sie gefüttert. Ich habe schon gefrühstückt, wo ich die Kinder in die Schule gesammelt habe. Ja, und dann müssen wir gucken. Eventuell, wenn mein Mann gut drauf ist, dann fahren wir doch trotzdem noch mal in die Stadt, damit ich ein paar Videos für euch abdrehen kann. Würde ich sehr, sehr, sehr gerne tun. Ja, und dann muss ich Mittagessen kochen? Ja, ich weiß jetzt nicht, Suppe oder irgendwas Festes. Ich wollte auf jeden Fall etwas ausprobieren, aber das weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt in diesem Video mache oder separat. Ein Shot-Video vielleicht wieder, so ein Rezept. Mal gucken. Okay, ich nehme euch auf jeden Fall gleich mit weiter. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt mit meinem Mann und Anna den Arsenio abholen. Es scheint richtig toll, die Sonne. Sehr schönes Wetter. Soll auch die Tage noch wärmer werden. Richtig warm. Montag sogar gegen, ne, 20 Grad. Also 17, 18 zeigt das. Kann sich natürlich noch ändern, aber ne, so richtig Sommer, Frühling, Wetter. Ja, fühlt sich gut an, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob ich davor schon gesagt habe. Ah doch, ich hatte glaube ich gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher. Zur Impfung sind wir nicht gefahren, weil der Anna nicht so gut geht. Genau. Das habe ich schon erwähnt. Jetzt habe ich mich daran erinnert. Nicht, dass ich doppelt und dreifach hier was erzähle. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt so eine lecker Yum-Yum-Pizza gemacht. Zumindest, es riecht sehr gut. Ja, ich denke mal, da kann auch nichts Verkehrtes passieren. Also, ne, wird auf jeden Fall schmecken. Bin gleich auf jeden Fall ganz gespannt. Wenn wir den Arsenio abgeholt haben, möchte ich das schneiden. Dann möchte ich das auch probieren. Ja, ansonsten will ich noch nach Geschäfte fahren, aber das kommt auch spontan noch. Auch die Vögel singen. Richtig schön, richtig, richtig schön. Ja, ich habe jetzt Termin ausgemacht für mich und meine Tochter, also für die Leonie, zum Frauenarzt. Da geht das für uns nach Frankfurt. Ja, wer mich schon kennt, da fahre ich sehr, sehr gerne zu meinem Frauenarzt. Solange er noch dieses und nächstes Jahr ist, dann geht er in die Rente. Der ist einfach toll. Der macht für einen einfach so viel. Und da weiß ich, dass ich besonders jetzt mit meiner Tochter dort gut aufgehoben bin. Ja, wir haben dann ein bisschen Problemchen und die Leonie leidet sehr, sehr schlimm. Deshalb müssen wir das abklären, abchecken. Und das machen wir auch. Das machen wir auch. Genau. Und dann habe ich jetzt auch bei meinem Neurologen ein Termin ausgemacht, der ist auch in Frankfurter Gegend. Ja, hier bei uns in NRW finde ich einfach keinen Neurologen. Ich finde einfach keinen Neurologen. Ich war bei mehreren, bei drei war ich hier schon ein Stück und da kam ich überhaupt nicht weiter. Man versteht mich überhaupt nicht. Schatz, Auto kommt. Mir wurde nicht geholfen. Nicht geholfen einfach und ich kann das einfach nicht mehr. Ich möchte einfach genießen, so wie jeder von uns das haben möchte. Also ohne Mütze laufen, ohne Schmerzen. Ich habe ja seit 2 Tagen richtig Schmerzen
hinten bei mir im Kopf. Nur an einer Stelle ist es immer, ja. Und das ist echt ätzend. Also, das ist bis zur Übelkeit. Das sind solche Schmerzen, da hilft dir keine Tablette, ehrlich nicht. Also, früher kam ich ja mit Pfefferminzöl und so gut durch, aber jetzt hilft das 0,0. Also, und ich bin der Meinung, wenn ich da jetzt mit den Fingern den Punkt finde und da dran fest drücke, dann tut das nicht mehr weh. Ich spüre, wo die Stelle ist, aber das tut mir nicht mehr weh. Wenn ich loslasse, dann bleibt das noch so ein bisschen gut und dann fängt es wieder. Also ich bin der Meinung, das hat mir schon jemand gesagt, dass ich da so einen Nerv eingeklemmt habe oder eine Vene, die einfach mit Muskel oder was auch immer, also eingeklemmt ist. Weil das kann ja nicht wahr sein. Seit 6 Jahren leide ich darunter und in letzter Zeit einfach tagtäglich. Ich werde als Mama einfach ganz viel gebraucht und das ist einfach, ja, das stört einen echt und das muss geklärt werden, aber das habe ich erst am 22. April gekriegt. Also zumindest muss ich kein halbes Jahr warten bis 22. April Monat. Das kann ich auch noch mal aushalten. Also da, bis dahin geht es auch ganz schnell und da verbinde ich einfach wieder den Besuch. Da kombiniere ich den Termin mit Besuch bei meinen Eltern. Ja, und dann haben wir ja auch schöne Feier bei unserem Onkel. Na, 50. Geburtstag. Dann nehme ich euch ja auch mit. Ja, ich rede jetzt euch nicht voll. Wir gehen jetzt denn nach Singapur. Ich habe schon 5 Minuten euch was erzählt. Na gut. Servus. 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 Wir haben Martin abgeholt. Mama mit Jacke, mein Kind ist ohne Jacke. Ja, tatsächlich, eigentlich ist es richtig schön auf der Sonne. Richtig, richtig, mega schön. Aber der Wind ist trotzdem so lala. Ich bin heute happy. Und du bist eigentlich noch. Nein, zieh mal drüber. Es ist ein bisschen Dings. Zieh drüber, weil du warst gerade erst noch krank. Das gefällt mir, glaube ich, nicht so. Warte, Spinne war neben dir. Okay. Was? Komm, eine kleine. Ja. Zieh einfach Jacke drüber so und damit so. dein Rücken zu ist. Irgendwelche Fliegen sind hier. Oh, guck mal, wie schön. Ich liebe diese Gänseblümchen, ne? Oder Kamelenblüten, Gänseblümchen. Ich liebe die so. Das ist so schön und das ist so voll hier bei unserem Rathaus. Ja. Man sagt, mega. Das soll auch wärmer werden. Ich finde es voll cool, dass man das wärmer wird. Dann kann man auch mehr draußen sein. Werden mal nicht so viel krank. Wird man nicht so viel krank? Naja, wenn man nicht so viel Eis isst oder so. Dann. Ja, aber. Super mal Eis essen. So ein schönes Wetter ist schon richtig schön. Ja. Da fühlt man sich auf jeden Fall ich anders. Ich liebe Sommer. Sommer und Frühling. Und so Herbst noch, wenn ohne Regen. Je nachdem. Herbst war bei uns nicht so ganz. Sonst war dein Tag gut, mein Schatz. Ja. Ich bin heute happy. Aufgestanden mit happy. Okay, super. Und ich habe gerade so Yum-Yum-Pizza gemacht. Hm? Yum-Yum-Pizza. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Yum-Yum? Diese Nudeln, chinesische Nudeln. Ja, das war chinesische Nudeln, aber Yum-Yum-Pizza? Ja, dürfen wir gleich probieren. Was denkst du, schmeckt das oder nicht? Warum nicht? Das Auto, richtig, richtig cool. Es ist so ein altes VW. Ich liebe solche Autos. Ja, total schön. Das ist immer auf dem Weg zur Schule oder zurück nach Hause. Da steht dieses tolle Auto. Ja, und ich habe gerade meinen Mann gefragt, denkst du, kann ich das gerade filmen? Ohne Nummernschilder, ne? Sehr, sehr schön, das Auto. Du bist ein Superman. Ja, ich habe hier hinten das gleiche und immer. Schmutz sehr lecker. Sicher? Also ich habe mir so gemacht. Meine Aubergine-Soße. Ja, und dann probiere ich mal gerade die Yum-Yum-Nudeln-Pizza. So. Ich würde das weiterempfehlen. Du würdest das weiterempfehlen? Mhm. Probier das jetzt erstmal ohne Soße.
kann man das auch mit Tomate oben oder auch mit Salami oben, kann man ja auch machen. Ja, ich habe dir Salami gemacht und ich habe dir deine Lieblingswurst angemacht. Okay. Tatsächlich, es ist ein lecker Frühstück oder so, wenn es schnell gehen muss. Wie geil. Coole Idee. Sehr, sehr lecker. Also ich verlinke das, ich verlinke den Link von TikTok von dem Originalvideo nochmal hier. Auch im Log nochmal. Ja, dann essen wir erstmal eine Runde. Die Anna schläft bei meinem Mann im Arm. Und ich darf die Pizza probieren und das Video für euch drehen. Ja. Schaut mal, was für eine Schönheit hat Leonie gebracht. Oh, ich hatte ja schon lange geträumt von einem schönen Vogelhäuschen. Ja, Futter und alles haben wir. Und jetzt muss es nur noch trocknen, weil das, Karten wie ist, lasiert. Karten haben wir auch Vogel. Das muss jetzt noch trocknen. Und dann machen wir das im Garten. Oh, wie schön. Ben, ich esse jetzt schnell und dann fahren wir mit Leonie für euch weiter YouTube-Videos machen und Holes drehen. Wir haben schon gegessen alle. Ja, diesen Rezept, diese neue Suppe, doch so habe ich noch nie eine Suppe gekocht, gibt es in einem kurzen Short-Video, beziehungsweise ich weiß gar nicht, kommt der Vlog zuerst oder das Video. Ich habe jeden Fall mega, mega lecker, lohnt sich zum Ausprobieren. Ich habe hier die Leonie, Asseni. Wir fahren jetzt für euch einmal Live-Holes machen. Mal gucken, spontan, wohin. Entscheidet sich da vor Ort. Ja, und ansonsten so ein bisschen Shoppen-Kleinigkeiten. Und dann müssen wir noch nach Edeka Brot kaufen. So, ihr Lieben, wir warten jetzt auf zur Ampel. Oh, grün, wir müssen rübergehen. Ja, auf jeden Fall gucken wir jetzt spontan, wohin wir gleich gehen. Wir sind jetzt hier in der Stadt. Wir waren noch kurz bei Bijou Brigitte und ich habe nachgefragt, ob ich filmen darf. Und die Chefin oder die Filialleitung ist im Urlaub in den Sturm. Und ja, deswegen, ich soll Anfang April mich melden, habe Telefonnummer gekriegt. Und dann rufe ich dort einfach an und frage, ob ich dort filmen kann. Finde ich total cool. Ich habe mich getraut. Ich habe mich getraut zu fragen. Ja, und jetzt gehen wir zum Teddy. Wir waren jetzt Teddy, wir waren jetzt Netto. Bijou Brigitte haben wir auch gefragt. So, wir müssen uns nicht verirren. Wir laufen da, genau. Wir laufen schon in die richtige Richtung. Ja, und wir laufen jetzt, denke ich mal, nach Hause. Ich weiß jetzt nicht genau wohin. Außer vielleicht eventuell spontan noch zu DM. Leonie? Ich muss kurz überlegen, haben wir hier. Ja, haben wir natürlich. Lieben, ja, wir haben live voll von 10 ab für euch gedreht. Das hat wunderbar geklappt. Sie sind auch immer ganz nett dort. Soweit hat das immer geklappt. Ich weiß nur jetzt nicht, wie lang das Video geworden ist. Hoffentlich nicht allzu kurz. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Wir sind müde und kaputt. Und haben Hunger? Nein? Doch? Ja? Nein? Ich nicht. Also ich könnte heißen Tee verkraften, vertragen. Ja. Mein Hals brennt irgendwie. Ja, ansonsten denke ich mal, war es auch viel passiert heute nicht mehr. Ja. Malen sie hier. Ende. Habt ihr hier gesprungen? Mama, guck mal, was für viel ich noch habe. Mama, kennst du das noch? Wie süß. Ja, klar, habe ich. Meine Lieben, der Abend ist jetzt da. Leonie hat was Schönes hier gemacht. Ja, sehr, sehr schön. Ne? So Quark mit Himbeeren und sowas, das könnt ihr ja dann bei ihr auf dem Video sehen, auf ihrem Kanal. Ich mache mir jetzt noch eine schöne Maske von Netto, die hat eine Tuchmaske. Maske habe ich zum ersten Mal heute entdeckt für 99 Cent. Shizara Face, ne? Intensive Hydrotuchmaske mit Duo-Hyaluronsäure mit Mandelöl. Intensive Feuchtigkeiten
für alle Hauttypen. Werde ich noch mal ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ich gehe jetzt mal duschen und mache mir die Maske und dann einfach noch mal den Abend in Ruhe chillen, mit den Kindern das Wochenende genießen, ins Wochenende starten. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, habt ein wunderschönes Wetter, bleibt alle gesund, das ist das Allerwichtigste, was nur gibt. Ja, genießt so viel Sonnenschein wie möglich. Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.